Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, wir müssen uns jetzt da hier um dieses Autobahnkreuz kümmern. Also die Spur. Was ist noch so? Und da wieder los. Ah. Guter Spurwechsel wahrscheinlich. So, wir lassen die hier Spur wechseln. Weil ich glaube, das brauchen die, wenn sie von hier kommen. Also müssen sie ja hier abfahren. Und das soll ja nicht sein. Das heißt. Wobei, nee, müssen sie nicht einmal. Ja, okay, wir machen das hier zur nur Abfahrt. Und wir machen das hier. Und das hier. Und der geht nur geradeaus weiter. So, und jetzt müssen wir das Ganze halt irgendwie kennzeichnen noch. Hm? Halt, das hier kopieren, einfügen. So, kopieren und oder einfügen, besser gesagt. Genau verkehrt herum. Was wäre da das Problem? Achso, warte. Hä? Achso. Ah, egal. So, wo ist er? So gehört das. So, genau. Dann. Der geht auf die beiden hier. Die Spur dazu. Vielleicht sollten wir die auch gleich so machen, nur zur Sicherheit. Damit den Leuten da kein Blödsinn einfällt. Ja, also kennt man sich zumindest aus, wo man hin kann und darf und wo nicht. So. Jetzt weiß ich leider nicht mehr genau, wie das hier eigentlich gewesen ist vorher. Muss ich mal vielleicht noch in einem Video mal anschauen. So. Immer wieder kurz auch zu. Achso, gut, das ist eine Ampel. Warte, das ist eine Ampel? Wir brauchen hier keine Ampel. Wir können einfach durchfahren. Warum ist hier eine Ampel? Wie die da hergemacht? Ach ey, da passt wieder irgendwas nicht. Okay, dann machen wir es auch vollständig gefüllt. Ich glaube, so passt das eh, oder? So kann man das, glaube ich, eh lassen. Das ist ein bisschen unschön hier, aber ja. Kann man nichts machen. Oh je, das ist auch ganz, ganz unschön hier, aber okay. Sei es drum. Hier schöner machen? Nee. Okay, vollständig gefüllt. Passt! Haben wir
erledigt. Auch wenn es hier nicht ganz optimal ist, können wir das vielleicht optimaler machen, indem wir das so... Nee, okay, das macht es nicht besser. Ja, aber das passt hier eigentlich. Ist genauso wie hier. Nett. Oder? Oh ja, doch. Doch, das ist... Ja, okay. Das war vollständig gefüllt am Rand außen, aber da gibt es jetzt nicht wirklich was. Hier gibt es nichts mehr, was man ausfüllen könnte. Schaut das halt jetzt ein bisschen anders aus dort. So. Und wir werden dasselbe upgraded hier machen. Der macht deswegen dann eine Ampel hin, ich verstehe. Gut, so. Wir haben hier vier Spuren und wir werden hier auch auf vier Spuren wahrscheinlich weitergehen. Ja, wissen wir ja. Und auch hier kommen wir mit vier Spuren an, heißt aber, wir müssen hier dann fünf machen. Aber das kommt dann alles nachher. Na komm. So, damit sind aber die Spuren klar. Jetzt müssen wir nur noch die ganzen Zeichnungen hier wieder richtig stellen. Aber das ist jetzt zum Glück nicht so schwer. Schön, dass das hier so präzise funktioniert. Die Abfahrt auf jeden Fall besser. Auch wenn die Linien ein bisschen sehr krass hier rüberschneiden. Das ist ein bisschen ein arger Winkel. Aber ja, geht nicht anders. So, haben wir gedacht, dass es hier auch nichts wird. Also auch hier vollständig gefüllt. Das ist deutlich besser. Ja, fertig. Passt. Wir sind mit der Kreuzung hier durch. Wir haben es geschafft. Schön. Dann stellen wir sich der hier. Thank you.
So, und hier. Vier Spuren. Eine geht hier weg. Dann machen wir hier drei. Und hier machen wir wieder vier. So. Abbiegen, geradeaus. Ausgeht, ohne fürchterlich auszuschauen. So, hier noch. Passt. Dann auch das. Dann müssen wir mal hier weitermachen. Vier Spuren heißt, hier sind drei Spuren. Und hier sind es wieder, ich habe gesagt, vier Spuren. So, wie der Winkel hier weggeht, ist auch nicht leibend jetzt. Okay. Wird so bleiben müssen. Passt das so? Nein, schaut fürchterlich aus. Zeichnen. Oh, da fehlt noch eine Linie. Oi da, du Arschloch, machst du jetzt da diese Hurnslinie da her? Sieht das fürchterlich aus. Und Hauptsache hier ist es gerade durch, aber das ist Katastrophe. Ah ja, da ist jetzt auch wieder interessant. Vier Spuren, eine geht weg, gehen wir mit drei weiter. Und hier wieder
Spurenspuren. Und hier dasselbe. So, wichtig ist das erste Mal, dass der Verkehr stimmt. So. Und dann können wir uns hier um kümmern. Ist einfach irgendwie zu langsam. Es ist zu langsam, um die Inputs, die ich gebe, mitzubekommen. Das merkt man immer wieder, man klickt irgendwas an und dann nimmt es einfach nicht. Tut einfach so, als hätte ich nicht geklickt. Das ist das nächste auch, was wir für den zweiten Teil unbedingt verbessern müssen. Die Performance. Und ich habe schon das Falsche kopiert. Aber angeblich ist die Performance im zweiten Teil deutlich besser. Vor allem, weil es auch deutlich mehr Leute geben wird. Ja, schön. Ja, was haben wir hier? 30 FPS, wenn es hochkommt. Und das auf. Und das auf einen 5900X. Der mit 4,6 GHz rennt auf allen Kernen und einer 3080 Ti, die auch ein bisschen übertaktet ist. Ja, 30 FPS. Das ist schon ziemlich krass eigentlich. Aber ich fürchte, es würde wahrscheinlich auf besseren PCs auch nicht besser laufen dann. Also noch besseren, noch mächtigeren. Mann, der ist schon mächtig. So, und irgendwie sind wir hier dann von 5 Spuren auf 4 runtergekommen. Gut, das liegt halt hauptsächlich an dem großen Autobahnkreuz. Hier können wir dann wieder auf 5 Spuren upgraden. Hier geht es hier aus der Stadt raus. Mehr kommt hier nicht mehr. Oder? Oh. Ups. Okay, das muss man sich nochmal überlegen, ob wir hier wirklich 5-spurig weitergehen werden. Wir machen es einmal, aber das, ja, das wird sich noch weisen. Oh, wir können das jetzt da verschönern. Wir können das verschönern. Wir können das jetzt besser machen. Hallo, das hätte ich gern, bitte. Genau. Und bitte, kannst du den Teil am Boden machen? Nein, es muss unbedingt eine Brücke sein. Es kann nicht anders sein. Es geht natürlich nur eine Brücke hierher. Ist gleich wieder zu Ende. Mann, diese Zeichnungen dauern so lang. Ich werde das dann nochmal offscreen jetzt fertig machen oder weitermachen. Schauen wir mal, wann wir, keine Ahnung, ob wir damit überhaupt fertig sind.
Und ich denke mal, wir werden vielleicht wieder was Neues anreißen irgendwo. Also wir haben ja einiges an Gebieten noch zu kaufen jetzt. Und dann werden wir mal schauen, ob wir da einfach ja, irgendwo wieder was Neues aus dem Boden stampfen. Aber das war's erstmal für diesen Part, Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.